Zack! Nächsten Rang freigespielt, bla bla bla, wir haben Level 30 erreicht, jetzt geht's so richtig zusammen. Übrigens, das Ausrufezeichen hat er wahrscheinlich nur da, wenn man Marodeur auch auf Level 15 hat. Nicht denken, oh, Level 30 Pikini und dann geht's weiter. Nein, 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 Marodeur Level 15 habe ich nicht umsonst gemacht. Na, wollen wir mal. Und was lernen wir? Phlebotomie. What the fuck ist das? Wir bekommen auch einen Pikinierstab für Level 30. Oder eher gesagt, einen Dragoonstab. So. Ich denke mal, dass es hier nämlich mit Marodeur Level 15 und Pikinier Level 30 erst weitergeht. Helena, schön dich zu sehen. Von Mal zu Mal siehst du kräftiger aus. Du glaubst gar nicht, wie stolz ich auf dich bin. Hm. Ivain. Was passiert? Wer hat dich verwundet? Beim Training wurden wir plötzlich von einem Dunkelalp-Pikinier angegriffen. Alles geschah so schnell. Hm. Er sprang auf uns zu und brüllte dabei, euch Feiglinge, zeige ich wahren Mut. Wie bitte? Das muss Volkes gewesen sein. Schnell, die anderen brauchen Hilfe. Im Nordwesten des tiefen Waldes, zwischen der Weißwolf-Pforte und dem Kohlenwald. Ach. Lass dich verarzten und ruh dich aus. Helena, ich wusste, dass dieser Augenblick kommen würde. Die Pikiniergilde braucht dich. Wirst du uns helfen? Okay, vielleicht ist das doch eine normale 30-Level-Quest. Rette unsere Leute im tiefen Wald vor dem verrückten Volkes. Es kommt zum Showdown. Wo ist er denn? Im tiefen Wald. Okay, tiefer Wald. Teleportiere ich mich ganz schnell hin. Dann zeige ich ihm mal, wer der Stärkere ist. Bei den Ninjas habe ich nämlich auch einen, der ist genau wie Volkes, nur besser. Und da heißt es nämlich, Ninjas töten nicht. Benutzen ihre Kräfte nicht, um zu töten oder sowas in der Art. Setzen ihre Fähigkeiten nur zum Schutz anderer ein. Und so in der Art oder so war das. Ja, und hier geht es darum, Mut zu beweisen als Pikinier. Da bin ich mal gespannt, was ein Dragoon dann macht. Ich steig mal eher auf hier. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich da drauf steigen soll. Wow, da hinten sind sogar Quests. Was zur Hölle? Fällt erfolgreich. Wunderbar. Für nichts tun, ne? Nee, das gehört nicht zu meiner Quest. Hm. Das gehört, glaube ich, auch noch nicht zu meiner Quest. Okay, ich denke mal, ich werde hier erstmal für Ruhe sorgen. Und, ja. Dann, wenn ich hier alles gemacht habe, sehen wir uns wieder. Okay, Leute. Hier muss die Stelle sein, wo wir hin sollen. Genau. Boah. 34 ist das maximale Level. Minimale sind wir ja. Hilfe!
Oh je. Lindwurm. Das passt ja. Ich glaube, wir sollten verhindern, dass er drauf geht. Alle greifen mich an, das ist gut. Das ist knapp. Platt! Wow, wow, wow. Das war knapp. Danke, bei unserem Training fiel plötzlich ein Dunkelalp-Pikenier über uns her. Er verhöhnte uns und sagte, um unseren Mut zu entwickeln, müssten wir eine Meute von Feinden überleben. Einen Moment später und ich wäre von ihnen gefressen worden. Der Dunkelalp ist danach in Richtung Herbstkürbissee im Nordwald verschwunden. Nur keine Sorge, du musst dich nicht um ihn kümmern. Meine Mitstreiter wollen am Herbstkürbissee Hilfe holen. Wahrscheinlich haben sie den Dunkelalp schon umstellt und er winselt um Gnade. So wie ich ihn kenne, winseln deine kleinen Kollegen um Gnade. Sorry, aber der macht euch kalt. Na, eben schnell die Sachen abgeben, die ich da gemacht habe. Ja, wenn man schon hier ist, dann sollte man auch die Quests machen. Ich hoffe nur, dass ich hier auch alle Quests gemacht habe. Anscheinend nicht, aber... Okay. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ja, vielleicht lasse ich die zwei Fails, die ich da hatte, drin. Nein, ich habe das noch nicht versucht. Fails meine ich eher damit, dass ich zweimal gestorben bin auf dem Weg hierher und so. Deswegen gehe ich jetzt sofort zu ihm. Und kämpfe! Du hast es noch nicht kapiert, mein Freund, ha? Jetzt bist du zu weit gegangen. Du kommst spät. Hast du deinen Kameraden geholfen? Das war Zeitverschwendung, sage ich dir. Alle Pikeniere, Gridania sind Feiglinge und Verräter. Was ist los mit dir? Ja, auch mich haben sie verraten. Und aus Gridania verbannt. Es gab eine Zeit, in der ich in Gridania lebte und ein angesehener Pikenier der Gilde war. Doch das Leben war hart und meine Gilde ging schnell zur Neige. So kam es, dass ich mit anderen Pikenieren zusammen einen Einbruch beging. Als wir entdeckt wurden, täuschten meine sogenannten Freunde ihre Unschuld vor und zeigten mit ihrem Finger auf mich.
Da wurde mir klar, dass die Pikeniergilde eine Bande von Feiglingen ist, die sich vor uns Dunkelalben fürchten. Hätte ich ihnen doch niemals vertraut. Wäre ich doch aus dem Kerker ausgebrochen, um die Wahrheit aus ihnen herauszupressen. Ja, mitgehangen, mitgefangen, ne? Damals fehlte es mir an dem nötigen Mut. Doch das änderte ich in den folgenden Jahren. Stahlte ich meinen Mut unermüdlich, um mich eines Tages an den feigen Verrätern zu rächen. Ich lockte hungrige Wölfe mit meinem eigenen Blut an, um dann in ihrem Blut zu warten. Ich reizte die gefährlichsten Monster Eosias bis zur Weißglut, stets auf der Suche nach würdigen Kämpfen. Interessant. Wir haben übrigens die gleiche Rüstung an. Kann das sein? Du hast keine Ahnung, was ich alles erduldet habe, um wahrhaft mutig zu werden. Ich bin kein Feigling. Ich fürchte mich vor nichts und niemanden. Ich bin der einzig wahre Pikenier. Liegt da auch ein anderer Pikenier? Yes, das wird ein harter Kampf. Verrückter, Volkes. Jawohl. Mehr hast du nicht zu bieten? Komm! Wow! Ah, fuck, der hat mich erwischt. Ich sollte auch nicht in dem Ding hier stehen. Ah, habe ich deinen Angriff geblockt? Oh. Alter. Ey. Ich kann hier bald nirgendwo mehr stehen. Was soll das? So ist das, hä? Ja, wahrlich mutig von dir. Alter! Willst du mich verarschen? Ah! Es sind zu viele, ich schaff das nicht! Wahnsinn! Krass! Der hat mich platt gemacht! Oh nein. Okay. Andere Taktik. Habe ich irgendwas zu essen oder so? Um meine Kraft zu erhöhen. Ich habe, glaube ich, alles an Essen weggeschmissen, ne?
Alter, krass. Der hat mich wirklich platt gemacht. Aber der hat ja auch immer seine scheiß Eisattacke gespammt. Ganz ehrlich, die ist asozial. Und dann bekommt der auch noch Gehilfen. Ernsthaft. Ich weiß noch nicht, ob ich... Ach, fuck. Komm her. Und spam dein scheiß Eis nicht. Alter Mann! Alter, stirb einfach. Ich kämpfe jetzt mal unfair, mein Freund. Komm schon. Und hol bitte keine Kollegen mehr, dann schaffe ich's. Mach den einfach platt. Und das war's, das war's. Komm, 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 geht da unten. Jawoll. Alter, das war ein heftiger Kampf. Mein Mut ist schwächer als meiner. Verdammt! Volkes! Bleib mir vom Hals! Ja. Der ist hin. Volkes. Ob wir den wiedersehen? Ich bezweifle es. Muss ich mal sagen, auf zu unserem Anführer, unserem Gildenmeister. Und dann müssten wir aber Drakonen werden. So, so war das.
Es war auf jeden Fall das Finale von Gilden Quest, von Pikenier Quest. Das war auf jeden Fall ein harter Kampf. Ich empfehle jeden Level 34 dafür am besten zu sein, weil... Oh, ihr habt gesehen, das hätte ich fast nicht geschafft. Also einmal habe ich es ja nicht geschafft. Also es war ein Fail dabei. Aber die gehören zum Spiel. Und das muss man ja alleine schaffen. Bin ich erleichtert, dich zu sehen. Helena, du hast mit Selbstbeherrschung und Entschlossenheit über den irren Volkes triumphiert. Als Dank dafür bringe ich dir eine geheime Technik bei, die nur von den Gildenmeister an ausgewählte Schüler weitergegeben wird. Die Technik heißt Phlebotomie. Damit habe ich dich alles gelehrt, was ich kann. Dein Mut ist über alle Zweifel erhaben. Du wirst weitere schreckliche Gegner bezwingen und unvorstellbare Gefahren überwinden müssen. Doch bei all dem wirst du dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Stärke lockt Stärke an, wo du auch hingehst. Große Herausforderungen werden dich erwarten. Doch auch wenn die Zukunft ungewiss ist, brauchst du sie nicht fürchten, denn du bist eine Meisterin der Pike. Nun ziehe hinaus in die Welt und erobere sie mit deinem Mut und deinem Speer. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Speer bekommen, den wir noch nicht ausrüsten können. Aber macht nichts! Phlebotomie. Was wir damit machen können... Ich guck mal eben in die Kommandoliste. Kommandos, Phlebotomie, Eigenschaften, Phlebotomie, wo haben wir's?